Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Teamfight Tactics Video. Einige Tage ist es her, seit das letzte gekommen ist. Ja, ich habe mich ein bisschen auf Classic auch fixiert. Hab viel, trotzdem sehr, sehr viel TFT gespielt. Ich bin mittlerweile, würde ich sagen, extrem besser geworden. Also ich habe von den letzten, sage ich jetzt, 15 Ranked maximal viermal oder dreimal war ich nicht in der Top 3. Bin mittlerweile auch Platin 3, also ich bin aufgestiegen in der Division. Und ja, habe jetzt 30 LP, 30 müssten es sein. Und ja, geben wir uns heute Mühe, damit da noch ein paar LP dazukommen. Hauptsache Top 4, dann bin ich zufrieden. Ein Win wäre natürlich noch schöner, da hatte ich die letzte Zeit einige. Also ich hatte jetzt, seit ich Platin bin, mehr Wins als von meinem Weg von Iron zu Platin. Das ist schon krass. So, ich will luschen. Weil ich gehe im Moment sehr, sehr viel Gunslinger Blade Master. Die wurden ja ein bisschen genervt. Sprich, Gangplank wurde ein bisschen genervt. Was ich heute auch sehr, sehr oft gespielt habe, sind 4 Brawler, 4 Gunslinger. Oder ich habe auch geschafft, 4 Brawler, 3 Blade Master, 2 Gunslinger. War auch gut, hat mich beides in die Top 3 gehauen. Nee. 4 Brawler, 4 Gunslinger hat mich Platz 5 geschmissen. Aber ja, kann passieren. Probieren wir es mal. Ja, und Spear of Shouljin für den Anfang ist definitiv mal nicht schlecht auf Lucian. Ich benutze Lucian immer noch gerne als Carry. Auch wenn er ein kleines bisschen genervt wurde. Aber ich feiere Lucian immer noch in der Kombination mit Jinx. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was nehme ich? Ich kann alles bauen. Ich nehme sicher mal den Gunslinger. Und dann nehme ich Fiora, wegen Blade Master. Ja, dann habe ich schon mal 2 Gunslinger und einen Blade Master und 2 Nobles. Wenn ich Glück habe und jetzt ein bisschen Gold kriege, 2 Gold, dann würde ich die beiden Garens noch nehmen. Das wäre natürlich ideal, ne? 6 Nobles sind immer noch stark, auch wenn sie ein bisschen genervt wurden. Aber die kann man immer noch spielen, ne? Mit den... Ja, jetzt kriege ich natürlich Items. Sonst kriege ich immer nur Gold. Immer nur Gold. Und jetzt, wenn ich das Gold will, kriege ich Items. Danke für nichts. Danke für gar nichts. Ich hätte auch die Auswahl lassen können. Ja, also, das ist ein perfekter Start. Ja, ja. Jetzt komm, gib mir Gold. Komm schon. Das kann man eigentlich so machen. So. Ja, das ist ein ordentlicher Start, ja. Ordentlicher Start. Wäre halt ideal, wenn ich jetzt einen noch auf Level 2 bringen würde. Ne? Eine Fiora auf Level 2 kann schon einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Jetzt ein bisschen Gold. Wieder ein Item. Morellos. Ja. Geben wir ihm das Morellos. Machen wir ihm den Gefallen. So. Also. Jetzt ist halt die Frage. 550 Leben, 400. Ich nehme lieber mal sie für den Anfang. Ja, Lucian muss es jetzt carryen, ne? Mit 2 Items. Spear of Shoujin und Morellos. Direkt nach der ersten Minion-Runde. Das ist schon... Das ist krass. Er hat... Ja, er hat ein Level 2. Das könnte vielleicht den Unterschied machen. Aber ich habe halt die Items, ne? Er hat sie noch nicht zusammengebaut. Er könnte auch einen Morellos machen. Ja, aber das gewinne ich. Ja. Oder? Oh, zum Glück hat er den Speer auf Tristana gemacht. Komm schon. Ja. Ich habe jetzt auch eine gewisse Taktik, was das Economy angeht. Und wenn ich die befolge, dann komme ich eigentlich meistens in die Top 4. Alles klar. Ja, okay. Super. Ich könnte eigentlich das Level-Up direkt machen. Komm,
2 Blade Master. Vielleicht kriege ich ja nachher noch einen Shen, wenn ich dann Level 5 bin. Das sollte vor den Crux passieren. Dann hätte ich schon 2 Gunslinger, 3 Blade Master. Das wäre das beste Szenario, was ich haben könnte. Oder Natrox. Atrox würde ich auch nehmen. Irgendein Blade Master. Draven. Okay, hat 3 Sorcerer. Kassadin sollte relativ schnell tot sein, genau. Boah, das war wichtig, der Stun auf Ahri. Das war richtig wichtig, du. Ja, also das Early Game ist schon mal secured, würde ich sagen. Ich denke, die nächste Runde werde ich auch gewinnen. Wenn ich dann jetzt noch Lucian auf Level 2 bringe, dann Kazala. Alter. So einen krassen Schaden hatte ich selten. Ja. Ich würde so gerne die Wahl nehmen. Fürs Midgame kann man sie benutzen. Ja, nachher, wenn ich dann wirklich Gunslinger Blade Master gehen kann. Ich weiß noch nicht, es sieht danach aus. Tipp für den Anfang. Ich habe das in einem Challenger Guide gelesen auf Reddit. Man sollte sich spätestens bei den Wölfen oder nach den Wölfen entschieden haben, welche Comp man gehen möchte. Nach den Wölfen geht man im Normalfall, wenn es auch nicht so gut läuft. Wenn es gut läuft, kann man das auch ein bisschen hinauszögern. Aber das ist eher so ein Tipp, wenn es eher mal ein bisschen schlechter läuft. Ja, das macht er trotzdem. Sollte man nach den Wölfen ungefähr 40 Gold Economy gemacht haben und All-In gehen. Ja, bis auf Level 7 hochgehen und runterrollen. Ja, und dann wieder bis zu den Raptors probieren zu sparen. So, und Spatula würde ich natürlich gerne nehmen. Dann Graves. Ich werde wahrscheinlich Graves nehmen müssen. Der Rest wird dann eh alles weg sein. Oder natürlich ein Bogen, aber es ist noch ein Bogen da. Wo bin ich denn? Ich habe wieder vergessen zu gucken. Na gut, ich habe ja 2 komplette Items. Ich kann nehmen, was ich will, ne? Ja. Ich hätte natürlich auch die Chain Vest nehmen können, um zu spekulieren für einen Red Buff. Falls ich später eine Jinx kriege oder eine Miss Fortune. Guck mal, jetzt habe ich Graves genommen. Zack, hier direkt der nächste Graves. Let's go. Also machen wir das Level up. So, Camille kann eins nach hinten. Ich hätte jetzt natürlich, also wenn ich jetzt Graves nicht auf Level 2 gebracht hätte, dann hätte ich jetzt die Vi reingemacht für den Hextech Buff. Aber so, wenn ich jetzt Graves auf Level 2, ist jetzt halt schade, hat er den Needlessly Large Rod. Hat er keinen Spell. Graves, Basic Attack, deal 10 Bonus Physical Damage and hit all enemies in a cone in front of him. Graves applies on-hit effects to all enemy hits. Bonus Damage mit Level 2, 10%. Ja, Lucian muss es halt einfach carryen. Oh, Fire Cannon. Ah! Oh, der Stun auf Lucian. Tut weh. Aber gewinne ich trotzdem. Lucy on Wheels Clown. Ah, oh, ja, ja. Okay. Komischer Name. Ich hätte auch, ich könnte mittlerweile auch schon 4 Brawler haben. Das ist krass. Ich nehme jetzt einfach mal Braum. Ich habe so eine Idee, was ich mit den Guardians in dieser Comp noch machen könnte. Ich habe so eine kleine Idee. Was sogar funktionieren könnte. Wieso nicht? Redemption Guardian Angel. Guardian Angel ist natürlich mittlerweile ein richtig gutes Item geworden. Es wurde aber, glaube ich, ein bisschen genervt. Boah, ja, das werde ich jetzt verlieren. Ja, ja. Jetzt kriege ich auf die Fresse. Ja, er hat halt, was hat er? Ja, Void hat er auch. Und 2 Brawler. Das hat Gunslinger hat er nicht, ne? Ne, aber Brawler und Void ist halt. Void ist krass. Ja. Soll ich sagen, ich nehme auch mal noch eine Wayne mit. Ich kann euch immer empfehlen, wenn ihr Nobles findet und ihr Platz auf der Bank habt, dann nehmt sie mit. Weil wenn ihr irgendwie 6 Nobles hinkriegt, macht's. Auch wenn sie genervt wurden. Vorhin war ja 80 Armor und 60 Armor, 60
Magic und 35 Health on Hit. Das wurde jetzt ein bisschen genervt, aber es ist immer noch stark. Ja, und wenn ihr da gute Items und gute Levels auch habt bei den Nobles, die ihr habt, dann sind die immer noch sehr, sehr stark. Also könnt ihr nichts falsch machen. Effektiv nicht. Es gibt wahrscheinlich Gold. Nee, ich habe noch nicht ein einziges Mal Gold gekriegt. Krass. Das könnte ein Hextech Gunblade. Wieso nicht? Es wurde genervt, aber trotzdem. Wieso nicht? Die ganzen Brawler. Also. Level up machen. Und. Was packe ich jetzt rein? Ja, eigentlich wollte ich die Wii reinpacken. Mache ich das jetzt, glaub, so. Für den Noble Buff. Ich weiß nicht. Ich probiere mal eine Runde mit Y. Oder wie. Wie auch immer man sie taufen will. Ja. Okay, er hat 3 Level 2er. Oh, ich habe 4. Nee. Doch. Aber den wichtigsten habe ich immer noch auf Level 1. Das ist halt der Scheiß. Boah, wichtig ist, dass Rengar gestorben ist. Ja, aber wahrscheinlich wird bei ihm die Shyvana carryen. Es macht halt einen Unterschied, ob Lucian Level 1 oder Level 2 ist, ja. Das macht... Ah, schade. Wenn die explodiert wäre, wäre er draufgegangen. Es macht halt trotzdem einiges aus, ob jetzt... Ich mach's jetzt mal mit der Variante. Ob Lucian Level 1 oder Level 2 ist. Das macht wirklich viel aus. Er hätte dann locker über 120 AD wahrscheinlich. Hier, macht er nur schon mit dem zweiten Schuss von seinem Spell. Macht er 125 Damage mehr. Das ist viel. 125. Vor allem hat er dann ein bisschen mehr Leben. Was halt auch sehr, sehr schön ist. Wie viele Brawler hat er? 2. Wild hat er auch. Aber das werde ich gewinnen. Zum Glück ist die Y weggesprungen von Lucian. Das war so der wendende Punkt. Sonst wäre Lucian eventuell draufgegangen. Aber es ist gut, wieder mal gewonnen zu haben. Ist gut. Guck mal. Zack, zack. Jetzt hätte ich halt 3 Blade Master, ja. Komm. So. Ich behalte Braum einfach mal. Man weiß nie, wenn man ihn brauchen kann. You never know. So, der hat nur was hat der? Assassin, sicher mal. Die Assassins sind, glaube ich, jetzt mittlerweile auch stark. Und mit dem nächsten großen Patch, ich habe gesehen, was auf dem PBE so rumgammelt, werden die Assassins zusammen mit den Wilds richtig, richtig hässlich. Kann das Graves carryen? Das Problem ist halt, sie haben mehr Critical Strike Chance. Und das ist bei den Assassins nur schon die Chance, dass sie erhöht ist. Dass sie... Boah, Jinx. Ich will Jinx haben. Komme, was wolle. Ich will Jinx. Bitte nimm nicht Jinx. Nimm den Spatula. Oder so. Ja, gib mir Jinx. Ja. Yeah. Wenn ich jetzt eine Chain West kriege bei den Wolves und Jinx einen Red Buff geben kann, das ist schon mal stark. Aber ist schon mal gut, habe ich einen vierten Ganzlinger. Da ich sie reinpacken nach den Wolves. Spätestens nach den Wolves, weil ich habe ja jetzt die Blade Master Ganzlinger. Graves möchte ich noch nicht rausnehmen. Ah, oh, Leute, sie ist ja schon drin. GG. Wie verkaufe ich? So, zack. Ich lasse es mal noch so. Mit Jinx auf der Bank. Kaufen wir noch einen Shen. Das ist eigentlich Shen nach vorne packen, ne? Der 115 AD. Der hat mehr AD als Lucian und Lucian hat 2 Items. Eins davon gibt ihm 20 AD. Das ist halt der Ninja-Bonus. Ja, Mann. Plus 50 Attack Damage und 50% Spell Power. Spell Power bringt ihm zwar gar nichts. Weil sein Spell ist ja Dodgen sozusagen.
Boah, Graves, hab mal richtig rein am Anfang. Holy shit, Graves. Gib ihn. Gib ihn richtig. Alter, der Graves hat gut reingehauen jetzt gerade. Oh, er hat... Oh. Und vor allem, er heilt sich jetzt halt, ne? Zwar nur noch 25% und nicht mehr 35, aber trotzdem. Er haut rein. So. Lucian. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Lucian Level 2. Guck mal. 85 AD hat er. 137. Ha. Ja, ist ein bisschen mehr. 380 Leben mehr. Läuft. So, Braum verkaufe ich jetzt dann wahrscheinlich. Ich würde gerne was mit den Guardians machen. Ne? Da könnte ich auch einen Pantheon noch nehmen. Ich habe mir gedacht, 4 Ganzlinger, 3 Blade Master, 2 Guardians, wenn ich Level 9 komme. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und sonst nehme ich aber auch, Lucian ist wo? Ah, da, er lebt noch. Das ist das Wichtigste. Töte sie. Wenn jetzt Lucian noch eine Rapid Fire kennen bekommen könnte, das wäre richtig krass. Ja, Lucian. Lucian geht gut ab. Der Kollege hat auch nicht mehr so viel Leben. Ich mach's mal so. Ich will das Bonusgold haben. Das ist mir wichtig. Ich krieg eh fast nie Champions auf Level 3. Oh. Das ist natürlich auch wichtig, ne? Kann ich ihn nachher reinpacken? Tristana raus, Jinx rein. Oh. Müssen vielleicht noch umstellen, so. Das ist aber jetzt wichtig. Gangplank, schade wurde er genervt, aber es war nötig. Der war richtig krass, der Gangplank. Wie gibt das 4 Gold? Ich kriege ja hier Gold. Ich wünsche es mir nicht. Ich will eine Chain Vest haben. Wow, nur ein Item. Das gibt ein C4. Auf einen C4 habe ich absolut keinen Bock. Bin ich ganz ehrlich mit euch. So, also. Rein mit... Nee, rein mit dir. So und so. Dann habe ich noch... Hexdeck. So. Scrollen wir noch ein bisschen. Ah, guck mal. Hier wäre noch ein Guardian. Ich will irgendwas mit den Guardians machen. Oh, und noch ein Gangplank. Der leckt mich doch. Noch ein Shen. Schade. Boah, es hat den Guardian Angel ausgeschaltet. Wichtig. Guardian Angel mal eliminiert und ihn getötet, bevor der Guardian Angel geprockt ist. Beziehungsweise bevor das Item zurückgekommen ist. Das war der auf Platz 1, oder? Ja. Der Kollege war auf Platz 1. Ist auch einfach... das ist natürlich blöd, was ich da mache. Kale. Ja, aber was will ich mit dir? Was mache ich mit den Guardians? Ich würde die so gerne benutzen. Ja, vor allem auch ein dritter Noble. Dann müsste ich wahrscheinlich auf 3 Blade Master und 2 Ganzlinger beschränken, oder? Ja. Dann dürfte ich nur 2 Ganzlinger benutzen. Das wären dann Jinx und Lucian. Ich muss mal abwarten. Es kommt drauf an, was ich die nächsten... Wow, das war... Das ist auch bitter. Tötet den scheiß Braumann. Das ist so unangenehm, wenn der immer der fokussiert wird. Das ist halt sowas von useless. Shyvana dreht mal kurz durch. Ja, das schafft Jinx nicht. Ja, da ist Shyvana zu stark. Jinx auf Level 2 wäre halt auch extrem geil. Ich habe 4 Blade Master. Was will ich mit 4 Blade Mastern? Das ist halt die Frage, ne? Da reichen eigentlich 3. Da werde ich dann die Fiora wahrscheinlich rausnehmen. Wenn dann Camille Level 2 ist. Und Draven reinpacken. Die Frage ist dann, gebe ich Jinx oder Draven Items?
Lucian wird sie sowieso behalten, die Items. Bei Morellos auf Jinx und Spear of Shojin auf Jinx. Was will ich damit? Oder auf Draven? Bringt mir... Oh, der hat Phantom. Und vier Ranger. Die Ranger sind auch wieder stärker geworden. Wichtig, dass die Ult von Seju nicht gekommen ist. Och. Ja, wenn jetzt die Ult nicht gekommen wäre von Kindred, hätte ich gewonnen. Ohne die Kindred-Ult hätte ich gewonnen. Sag ich so safe. Weil das sind drei Level... Nee, zwei Level 1er und zwei Level 2er. Und Jinx und Lucian hätten dann schon ordentlich Gas gegeben. So, wann kann ich denn picken? Ja, geht so nicht so früh. Was will ich denn überhaupt? Eine Miss Fortune? Miss Fortune und Jinx wäre natürlich auch eine krasse Combo, ne? Kann ich Morellos der MF geben? Aber die wird weg sein, ja. Den Bogen will ich. Bogen und Negatron. Curseblade. Für Jinx. Was ich natürlich auch machen könnte, ist der Bogen jetzt schon Jinx geben. Die hat ja ein Giants Belt. Das wäre eine Hydra. Aber dann nehme ich immer das Curseblade, weil ich halt die vier Ganzlinger habe. Dann lieber so. Dann kann sie ein paar Targets kaputt machen. Oder Lucian. Ich geb's ihr. Es wäre halt gut, wenn ich sie bald mal auf Level 2 bringen könnte. Das wäre extrem wichtig. Vor allem auch Camille mal auf Level 2, ne? Das ist halt auch bitter. Damit ich dann Draven langsam reinpacken kann. Oh, der hat Knight, Demon, Ranger, Ninja. Oh, drei Items auf Evelynn direkt kaputt gemacht. Ist halt so krass, der Hextech. Was war das? Eine Ashe-Ult. Oh, wäre Jinx nur Level 2? Shit. Das langsam ist nicht mehr so geil, ne? Ich brauche langsam wieder ein paar Sachen hier. Nachher kommen die Raptors. Dann gehe ich dann... Also die kann ich eigentlich verkaufen, ne? Muss ich einfach hoffen, dass ich die Runde gewinne, sonst muss ich Fiora verkaufen. Oder Lucian. Ich bring die eh nicht auf Level 3, ne? Sind wir ehrlich. Ich brauche die Jinx auf Level 2. Unbedingt. Und auch Camille und Gangplank auf Level 2. Das wäre halt wichtig. Das wäre extrem wichtig. Vor allem möchte ich nicht unbedingt LP verlieren. Oh, Jinx. Wurde richtig gefickt. Lucian hat... Ja, alle Ults auf Lucian. Ja, das ist krass. Er hat... Oh, seine Jinx ist Level 2. Und eine MF. Alter, was läuft denn bei dir verkehrt? Wie viele Brawler? Vier, oder? Vier Brawler. Zwei Ganzlinger. Hextech. Oh, das ist schon krass, ne? Mit Level 8 kann er dann Void gehen. Muss er nur einen Kassadin reinpacken. Exai und Cho'Gath erledigen das dann schon. Demon hat er wahrscheinlich auch. Nee. Sein Cho'Gath ist halt einfach ein Demon jetzt. Was auch immer ihm das bringen soll. So, Camille Level 2. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Guck mal. 72 AD. Er hat nur schon 70 mit Level 1. Ich lasse sie jetzt trotzdem mal auf der Bank. Vielleicht, wenn ich bis zum Infernal Drake komme, ich hoffe es, dass ich jetzt dann langsam eine gute Winstreak hinkriege. Dass es dann ein bisschen besser läuft. Ja, das dumme Headset-Kabel heitert sich die ganze Zeit. So, 50 Gold aber jetzt, das ist sehr gut. Kann ich ordentlich rollen nachher. Brauch halt auch jetzt ein bisschen Items, ne? Nur eins wieder gedroppt. Zwei. Jane West, BF Sword. Das wäre ein Guardian Angel, aber das wäre halt ein Red Buff und den mache ich auch. Den mache ich. So. Rein da, dann kannst du eigentlich wieder reingehen. Ich gebe dir das BF Sword. Raven. Sehr geil. Oh, drei Katarinas auf einmal. Okay.
Fuck, ich hab Draven nicht mal Level 2 gekriegt. Fick mich. Da noch ein Yasuo. Yasuo Level 2 wäre halt auch krass, ne? Das ist der scheiß Blitzcrank, Mann. Ist wieder der gleiche wie vorhin, oder? Gleicher Gegner. Jetzt hat er auch noch Glacial. Oh, greif doch Jinx an. Ja, Blitzcrank ist halt auch krass, ne? Das kann man sagen, was man will. Oh, greif doch Blitzcrank an, dann kriege ich nicht so viel Damage, Junge. Boah, er hat 6 Brawler. Alter. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt ist halt die Frage, ich mach das mal so. Ah, fuck, wie mache ich es? Wenn ich halt wieder gegen diesen Brawler-Typ spielen muss, ist halt scheiße, ne? Das ist halt echt scheiße, weil dann pickt der mir die ganze Zeit die Jinx raus. So, du kannst auf jeden Fall mal weg. Dich brauche ich garantiert nicht mehr. Ist da ein Blitzcrank? Nee, aber oh, da ist ein scheiß Rengar. Mit einer Rapid Fire. Ja, der wird die Jinx auch ziemlich doll kaputt machen. C4 auf Lucian ist halt auch unglücklich. Jetzt noch Ult auf Lucian von der Wii. Das macht sie ihn dann kaputt. Ulte Gangplank, ja? Oh! Das Redemption hat ihn gerettet und die Ult. Ne, jetzt komme ich am Ende nicht mal Top 4 oder was. Das ist 4er Winstreak. Oh Mann, ey. Da, komm, gib mir ein Yasuo. Oder eine Jinx. 2 Jinx, bitte. Ja. Nicht so geil, nicht so geil, nicht so geil. Es ist immer so, immer wenn ich Videos aufnehme, läuft es am Ende unglücklich. Das finde ich nicht so geil, ne? Ich habe heute 2x dritter Platz. Und jetzt kurz davor rauszufliegen, vorm Infernal Drake. Das passiert mir auch sehr selten. Level 3 Varus. Oh, Phantom. Mach den Phantom auf Graves oder so. Oder Camille, ja, ja. Tötet mir bitte einfach die Seju, bevor sie ultet. Danke. Camille lebt immer noch. Lol. Das ist ja wieder mal ein Sieg. Das ist angenehm. Huhu. Und was für einer. Camille hat einfach mal überlebt. Ja. Hat nur einen Champion gekillt. Wen? Wen hat er gekillt? Weiß gar nicht, wen hat er gekillt? Fiora? Nee, Yasuo. Hä? Oh, ein Siegs. Oder MF. Oh. Ich würde Lucian für MF wahrscheinlich sogar verkaufen. Ja. Ich probiere es, ich wage es. MF mit Chojin und Morelos. Muss es probieren. Ich muss es probieren. MF größer als Lucian. Ich wage es jetzt einfach. Ja, weil viele LP kann ich nicht verlieren. Mindestens 5, da bin ich. Es gibt nicht mehr als minus 10. Das wäre dann nicht ganz so... Oh, guck mal. Direkt noch eine MF. Sorry. Muss ich machen. Und ein Siegs Herald. Oh, Jinx, ich muss jetzt rollen. Ich muss aufs Ganze gehen. Hier, guck. Zack, Jinx Level 2. Let's go. Noch eine MF oder ein Yasuo. Das wäre richtig geil. Den Kollegen hier rausballern. Oh, tötet seine Evelyn bitte. Och, die MF-Ult war kacke. Aber er ist raus. Ich bin Top 4. Das ist gut. Eine gute MF-Ult kann mich in die Top 2 oder so katapultieren. Eine gute... Oh, ich habe sogar Pirate-Buff jetzt. Bei mir läuft er richtig. Economy am Brennen. Ist halt die Frage, role ich? Role, ich muss. Sorry. Normalerweise würde ich das jetzt nicht machen, aber... Eine Level 2 MF
oder eine Level 2 Yasuo, das wäre so krass. Der hat Hextech, der nicht, der auch nicht. Ja, ich muss es so lassen, ich muss die MF so platzieren wegen dem Hextech. Aber der Sieg Herald kann auch wichtig sein, ne? Vor allem auch für Yasuo und Draven, dass sie ein bisschen mehr Attack Speed kriegen, ne? 10% glaube ich. 15% Attack Speed. Boah, wow, die MF Ult. Die ist Zucker gewesen, die MF Ult. Jetzt, komm, zack, zack, Platz 3. Let's go. Komm, 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 gib ihm. Ist er raus? Top 3, sehr gut. War richtige Entscheidung, MF zu nehmen. Die Ult war richtig gut. Die Ult hat mich jetzt gerade richtig gecarried. Newmoose Ghostblade. Ah, leck mich doch am Säckel. Der kriegt einen Ionic Spark und der kriegt einen Spear of Shojin. Newmoose Ghostblade. Ja, was soll ich damit machen, ne? Ist jetzt halt die große, große Frage. Newmoose Ghostblade. Ich gebe das Graves. Soll der in die Backline gehen und dann... Oh Mann, ey. Muss mal gucken, wie es aussieht. Jetzt laggt's ganz kurz. Oh fuck, ich bin im WoW drin. Ich muss ganz kurz, sorry, mich einloggen in WoW. Weil ich war jetzt 4 Stunden in der Warteschlange. Boah, schaffe ich den überhaupt? Ja, ja. Ich könnte es auch Gangplank geben, ne? Es gibt plus 20 AD. Und extra 20. Irgendwas. Komm. Graves, du bist jetzt Assassin mit 159 AD. Oh! Level 2 Yasuo, so 135 AD. Stellt euch vor, der hätte jetzt Curseblade oder Red Buff. Uiuiuiui. Das wäre nicht schlecht. So. Komm schon. Boah, der hat Dragons, der hat Sorcerer, der hat Wild. 4-mal Wild hat er, oder? Ja, ja. Boah, MF, du bist eine Göttin. Tötet den Aurelion. Yes. Oh, komm schon. Alter, MF, carry me, please. Wenn MF mit diesen Ult so weitermacht und der Attack Speed der Sieg's Herald war wichtig, ne? Der Sieg's Herald ist so wichtig auf den anderen. Ein Schuh. Lass mich mal. So, ich will MF auf Level 2. Oh! Yes! Komm! Alter, seine Jinx ist zwar noch Level 1, das ist das Gute. Aber hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Items. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der 2 Items mehr als ich. Das macht schon einen krassen Unterschied. So, gib mir jetzt als Gegner nochmal den Nesquik, dann kann ich den nochmal rausballern. Und dann bin ich Platz 2. Oh, jetzt muss ich gegen den Geist spielen. Der Nachteil daran ist, die haben jetzt auch die Synergien. Och, der Blitzcrank. Geht mir weiterhin auf den Sack. Och, während der MF-Ult. Das ist bitter. Das könnte ich jetzt verlieren. 2-mal die MF-Ult denied. Ja, ich bin raus. Bin raus. Oder? Ah, nee. Ja, bei den Phantoms verliert man weniger Leben. Immerhin. Das ist das Problem. Für was will ich sparen? So lange werde ich nicht mehr überleben. Dass ich auf Level 9 komme. Dann hätte ich zwar noch 6 Blade Master, das wäre halt der oberkrasse Scheiß. Oh, ein Leben hat er noch. Ich kann ja nichts mehr auf Level 2 machen. Und auf Level 3 bin ich auch von für alles sehr, sehr weit entfernt. Ich muss halt irgendwas machen wegen... Ich mach das so. Damit dann wird der Graves gehuckt, weil ich werde jetzt sicher wieder gegen den mit Blitzcrank spielen. Und Jinx darf nicht, nee, natürlich spiele ich jetzt genau nicht gegen den. Geile Sache. Aber seine Items wurden allesamt denied. Außer die von Shyvana, aber ist nicht weiter tragisch. Aber Platz 2. Und der hat sogar noch einen Spatula gehabt, also Force of Nature. Oder Will of Nature, wie es auch heißt. So, Platz 2 mindestens. Hey, ja geil. Gewinnen werde ich das Ding nicht, weil der andere, der ist besser. Vielleicht ist doch ein krasses Item. Oh, Pantheon. Mit einem Sword of the Divine. Das ist das einzige komplette Item. Dann nehme ich das auch. Weil Yasuo habe ich ja schon Level 2.
Die Frage ist, wem gebe ich das? Das ist halt der, der Hextech hat, oder? Ja. Ich gebe es Jinx. Ja, was will ich jetzt noch groß machen? Ich roll jetzt einfach ein bisschen. Ich könnte den Pantheon eigentlich sogar behalten, ne? Ja. Für wen will ich ihn reinmachen? Also, ich habe ihn einfach mal gekauft. So, ja. Ich sage jetzt einfach mal GG. Das ist wahrscheinlich die letzte Runde. MF ohne Items. GZ. Jetzt hat er den Draven gehuckt. Das ist natürlich auch sehr, sehr bitter. Boah, MF. Wieder wird die Ult denied. Ja, ja, gefreezed. GG. Ja, aber das war's. Platz 2. Sehr, sehr geil. Vielleicht komme ich jetzt direkt ins Menü. Nee, noch nicht. Nee, ich muss das Continue drücken. Ja, Platz 2 ist sehr, sehr geil. Komm, ich stelle hier mal um. So, Continue. Ja, jetzt seht ihr das WoW. Geil, oder? 30 LP, jetzt bin ich auf 60. Ja, wenn ich jetzt noch einen Win hole oder einmal Platz 2 und einmal Platz 3, dann sieht das Ganze gut aus. Ja, dann war's es für heute. Bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt werde ich direkt in den World of Warcraft Stream gehen. Und ja, dann danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.